Herzlich willkommen zurück zu Aquatico. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folge. Wenn euch das hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen positiven Kommentar, aber auch einen negativen da. Schreibt auch immer, hämmert den Button. Macht eure Tastatur kaputt. Ich werde es euch trotzdem nicht bezahlen. Ja. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Bei der Grundvoraussetzung, dass wir unser Plastikproblem ein bisschen lösen. Wir sehen ja, monatliche Produktion ist 30, Verbrauch ist 58. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir ein paar Häuser gebaut haben. Ich möchte trotzdem noch eine Plastikfabrik bauen. Konstruktionskasten, ja, genau. Die bauen wir. Da haben wir den Produktionsbonus. Seht ihr das? Duck, duck. Na, so. Einmal verbinden den ganzen Spaß. Na, willst du nicht? Hallo, verbinde dich. Er will nicht. Warum willst du nicht? So, bitte, danke, gern geschehen. Damit sollten wir erstmal unser Plastikproblem in den Griff kriegen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Elektrizität. Aber wir haben hier die Möglichkeit, noch einmal aufzuwerten. Guck mal, haben das ein bisschen. Wir haben eine Produktion 336, Bedarf 284. Das sieht okay aus. Wie viel brauchst du? Plastikfabrik. Treibstoff 60. Okay. So. Schwamm, monatlich haben wir auch. Also Schwamm haben wir gar kein Problem. Genau. Einmal machen wir das Ganze auf 4. Guck mal. Schwamm und Eisen. Schwamm 60 haben wir genug. Eisen haben wir auch genug. Okay, das sollte also kein Problem sein. Delfine. Wisst ihr, was das für ein schönes Gefühl ist? Ich bin schon mal mit richtigen, echten Delfinen geschwommen. So ein Erlebnis, was ich auch nie vergessen werde. Hier sieht's gut aus. Wir haben genug Häuser. Familien sind 8. 1, 2, 4, 8. Okay, mehr Bewohner dürften wir nicht kriegen. Will ich auch nicht, weil ihr seid mir zu gierig. So, Mülleimer. Ein Müllcontainer anzuschaffen, wird es diesem Gebäude ermöglichen, den Müll zu recyceln. Drohnen sammeln diese ein und bringen ihn zum Verwerter. Okay. Ah, da brauchen wir überall Plastik. Unterhaltungskosten. Wäre schön, wenn ihr weniger verbraucht. Wir denken ja auch ein bisschen an die Umwelt. So, hier sieht's gut aus. Kapazität ist auch wunderbar. Damit sollten wir erstmal keine Probleme haben. Können wir da noch Stauraum? Ja, ich drück. Ja, okay. Gut, können wir noch was erforschen? Das. Ah, hier ist halt Unterwasser. Ermöglicht uns eine umfassende Aufwertung unserer Unterwasserbasis. Nach der Renovierung wird die Basis 2000 zusätzliche Credits pro Jahr generieren. Eine Lagerkapazität von 1500 bereitzustellen und unsere maximale Einflusspunkte auf 5 erhöhen. Okay. Ja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, ihr seht ja, das ist grün, dass dann intern Ereignisse ausgelöst werden. Wir haben immer noch ein Problem mit Batterien und Grundbedürfnisse hier, weil wir produzieren zu wenig. Verbrauchen zu viel Plastik. Werkzeug, Erhaltungskosten, Produktionsbonus. Ja, hier warten wir nochmal, dass wir 20 Plastik zusammenkriegen. Du bist auch schon gebaut hier. Ja, fehlt uns. Eisen haben wir genug. Okay. Das heißt, die Plastikfabrik darf uns ruhig ein bisschen Plastik bringen. Guck mal, er leuchtet so schön. Wir haben sogar die Möglichkeit, unsere Gebäude anzumalen. Ja, ist das cool? Ah, guck mal, sieht doch gleich ein bisschen interessanter aus. Schwarz. Kuckuck. So, baut ihr mal. Ich brauche mehr Plastik. Ja, ich glaube, hier ist auch das Problem. Erhaltungskosten. Das passt. Batterien. 7.
7 im Lager, zack, werden die verbraucht, ne? Das ist so. Genau, ich wollte mal gucken. Erweiterung, das können wir nicht machen. Unterhaltungskosten, das möchte ich gerne haben. Wir müssen hier auf Platz 10% mehr, dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr produzieren, als wir verbrauchen. Was macht ihr eigentlich mit eurer Kleidung? Keine freien Drohnen. Ihr seid komische Menschen. Konrad. So. Schwamm haben wir. Genau. Schwämme können wir verprügeln hier. So, das haben wir. Das sieht gut aus. Öl läuft. Treibstoff läuft. So, haben wir das schon zu Ende? Ja. Jetzt möchte ich gerne eine allumfassende Verbesserung, die der Produktion unserer Energieressourcen um 10% erhöht. Gib ihn! Wenig frei. Ja, ist doch okay. Produktion 22 verbraucht. Ja, dann bleiben wir. Die blöde Batteriefabrik hier. So, aber jetzt sollte unser ja, 14. Lassen Sie mich in Ruhe. Hier brauchen wir auch Werkzeuge. Das könnten wir noch erweitern, aber wir haben nicht genug Drohnen. Siehst du, monatliche Produktion 15. Jetzt sollte das auch endlich mal ein bisschen vorangehen. Produktion 175. Ja, ihr braucht immer Plastik. Dieses Gefühl von Plastik. Da, zack. So, und jetzt lasst ihr mich bitte in Ruhe mit eurer Kleidung. Seid nicht so verschwenderisch. Wir müssen jetzt sowieso gucken. Forschung abgeschlossen. Sammler. Sammlerhütten in der Nähe von Schwammsammlern erhalten eine Produktion. Ja. Das hört sich gut an. Ich möchte nämlich hier auf den Schrein gehen, geschattert uns den Bau eines kleinen sakralen Gebäudes, welcher die spirituellen Grundbedürfnisse unserer Einwohner befriedigt. Aber das werde ich. Ja, guck, da fängt es nämlich an. Jetzt werden sie auch noch komisch, weil wir müssen Nahrungsproduktion bauen. Schwamm haben wir. Ja, Plastik. Plastik, Plastik. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich sehe nämlich gerade, dass unsere Nahrung runtergeht, weil wir nicht genug Nahrung sammeln. Meeresjägerhütte. Und hier. Ah! Ja, kann man mal machen. So. Haus 2, ja. Sammeln. Ja, müssen wir das sogar. Das Haus 2. Erforschen. Haben wir noch irgendwas, was wir hier einsammeln können? Seid doch nicht so. Machen wir. Wenn ich das Spiel nicht anschaue. Da haben wir noch, siehst du. Und da ist auch noch. Ja, das sollte ein bisschen unser Problem lösen. Siehst du. Nahrung geht gerade runter. Noch eins. Benötigte Menge unterschiedlicher Nahrung 2. Ja, wenn wir hier das. Keine Träger. Drohnen. Hey! Seid ihr jetzt auch noch faul? Upp. 30 Plastik. So, jetzt könnte hier mal die Plastikfabrik mal ein bisschen Gas geben hier. Das würde ich echt toll finden von euch. Ja, siehst du, jetzt deswegen ist nicht mehr rot. Das Problem löst sich auch. So. Transport ermöglicht uns die Einführung einer neuen Verkehrsordnung, die Drohnen 10% schneller macht. Handelshäfen. Da die dekorative Pflanze möchte ich haben. Damit wir es den Einwohnern auch ein bisschen schöner machen können. Drohnenfabrik, ich überlege. Ja, ist halt das. Wir brauchen überall Plastik. Erhaltungskosten. Ja. Okay. Dauert halt extrem lange, ne? Bis die dann mal aus dem Pott kommen hier. Wir haben Neuankömmliche in der.
Ihr seid nicht erwünscht aktuell. Kommt doch zu einem Ziel. Ich finde das schade, dass man nicht sagen kann, bitte kommt in einem Jahr nochmal. Ne? Weil jetzt haben wir das Problem, hoffentlich nicht, dass uns ein Gebäude fehlt. Häuser 8? Ja, ich wusste es. Ihr seid doch. Aber was macht denn der Unterschied? Ein größeres Haus, welches bis zu 5 Bürger in einer Kuppel unterbringt. Die Leitung hat ein. Das ist gerade Prio 1. Reparieren. Ich glaube, ich kriege hier kein Haus mehr reingequetscht, ne? Doch hier. Wird eng. Forschung, Straßenlaterne, Handelshilfen. Ja, guck mal, die Drohnen 10% schneller. Die wir haben. Aber unsere Plastik geht. Produktion 31, Verbrauch 37. Aber wir sind ja noch nebenbei fleißig am Bauen. Fehlt Schwamm. Hallo, Mädels? Wir können natürlich auch gucken. Hier ist so der Industriebereich, Nahrungsproduktion. Ist der fertig? Nee, damit. Aber er wird gebaut. So, ein Treffpunkt. Anleiter. Schwammsand. Brauchen wir das? Wir hatten doch. Ich muss mal gerade gucken. Sammlerhütten in der Nähe von Schwammelsaal. Okay, Sammlerhütten. Wir bauen mal noch. Hier hin. Schwammelsaal. So, was haben wir jetzt gelesen? Sammlerhütten in der Nähe von Schwammsammlern erhalten ein Bo. Okay, Sammlerhütten. Depot. Das sind ja keine Sammlerhütten. Da, Sammellager. Guck mal hier, siehst du? Bauen wir die beiden, dann haben die den Weg auch nicht so weit. Na? Ja, wir sind immer noch ein bisschen am Struggeln hier. Können wir hier was Dekoratives? Ne, immer nur noch. Ah, Werkzeuge. Straßenlaterne. Hatten wir nicht was erforscht hier? Transport, Handels. Doch, die Pflanze haben wir doch. Etabliert ein Drohnennetzwerk. Das. Ja, dafür brauchen wir Handels. Also Straßenlaterne, ja, wir machen immer. Obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir wollen nicht so viel, ne? Aber das gefällt mir. Monatliche Produktion 100. Was fehlt uns? Plastik? Plastik. Kriegen wir im Griff, da wir jetzt zwei Fabriken haben, Erweiterung, Arbeitsplätze. Ja, ist halt das Problem, weil wir nicht genug Drohnen haben. Ihr könnt uns nicht Familien schicken, sondern schickt uns mal ein paar Drohnen. Da wäre ich mit zufrieden. Hier könnt ihr mal ein bisschen Gas geben. Ne? Ja gut, das macht auch gerade keinen Sinn. So, die beiden. Ja. Wie sieht's dann aus mit unserem... Ja, hier ist alleine schon Stauraum. Upp. So, 1000... Ja, guck mal, also wir haben Platz für Müll ohne Ende. Können wir hier vermögen? Transportfieber, Drohnengeschwindigkeit, Einfluss. Machen wir. So. Einkommen 5000. Unterwasserbasiseinkommen, Bewohnereinkommen 3000 im Jahr. Das heißt, wir sind noch. Geht das hier unter? Ausgaben. Gebäudekosten. Ja, wir sind noch positiv. So. Guck mal, jetzt haben wir hier auch wieder eine Drohne drin. Die Geschichte, ja, ist halt aktuell wirklich Problem, dass wir nicht Fehlschwamm. Ja, dann macht das hier fertig. Aber die Ressourcen sind ja schon drin.
Vom Prinzip her haben wir da freigelassen. Drohnenfabrik. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, manchmal ist das hier alles so ein bisschen verwirrt hier. Wo wollte ich jetzt rauskommen? Was machen wir hier, ne? Nee, da komme ich. Hier auch nicht. Da. So, das heißt, wir können Drohnen bauen. Ja. Da meckert er uns nicht an. Ja, Plastik, Plastik, Plastik. Und Schwamm. Okay. Na, wenn wir das fertig haben, dann sollten wir auch unser Schwammproblem. Obwohl, wir haben ja genug Schwamm. Das Problem, was ist, wir haben das halt zu weit auseinandergebaut. Und wir haben langsam ein Problem mit Nahrung. Sehe ich gerade. Fehlende Verbindung. Jo! Das ist Problem, weil wir müssen jetzt. Ja, haben wir dafür genug Platz? Glaube nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. So. Das nenne ich mal ein Netzwerk. So, macht mal hier Erweiterung. Produktionsbonus. Keine freien Drohnen. Ach, das ist doch Erhaltungskosten, weniger Arbeitsplätze. Wird eng langsam. Aber Probleme sind da, um gemeistert zu werden. Siehst du, jetzt haben wir Produktion Haie. Ich möchte als nächstes, um unsere Nahrungsproduktion voranzutreiben, weil das Essen wird langsam echt, diese Geschichte hier bauen. Problem dabei ist, wir benötigen 57. ganze Plastik. Monatlicher Verbrauch liegt aktuell bei 279. Okay. Da warten wir mal noch ein bisschen. Ich hoffe, dass. Ja, was habt ihr? Kein Schammel an diesem. Ja, das ist halt, ne? Das ist der Nachteil. Boah, jetzt kriegen wir immer mehr Probleme hier. Haben wir uns überlastet, überfordert? Los, besorgt mal hier. Ja, das erste dicke Problem, was wir haben. Also die Nahrungsversorgung, die haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ja, und die Drohnen, ne? Das nervt mich gerade ein bisschen. Wann kommen die nächsten Drohnen? 16 Tage. Wir haben. Oh, ich möchte keine Familien. Ich möchte. Drohnen, ihr könnt mir Drohnen schicken. Da wäre ich mit richtig zufrieden. Und jetzt meckert ihr am besten noch, dass keine Behausung verfügbar ist. Dass ihr seid auch alles Banausen. Können wir ein Haus upgraden? Das bringt uns ja nichts, ne? Weil das einfach zu viel Familie ist. 9 Häuser, Familien 10. Und ich habe nicht die Möglichkeit, hier noch ein Haus zu bauen, ne? Nee. Machen wir einfach. Ja, wir müssen dann doch, glaube ich, noch das nächste Gebäude bauen hier. Damit wir mehr Familien versorgen können. Aber ja, das ist gerade ein bisschen viel. Plastik fehlt uns nicht. Wenig Nahrung. Ja, dann gib mal Gas hier.
Achso, was hatten wir gesagt? Nahrungsproduktion. Hier. Komm langsam ins Schwitzen hier. Eigentlich wollte ich ganz ruhig, entspannt spielen. Ja, da brauchen wir auch wieder eine Drohne für. Plastik 57. Gib Gas! Ne? Aber die Grundversorgung sollte. Das Einzige, was wir monatlicher V6. Das St Marinekultur zuweisen. So, was möchten wir dann? Hier, in dem Seegurke. Leitung hat ein Leck. Ich habe auch gleich ein Leck hier. Ein Unterwasserfeld, das du errichtet hast, benötigt deine auf. Du musst eine Marinekultur, die dort angepflanzt und nach einem Jahr geerntet werden soll. Ja, habe ich. Ne? Seegurke. Das Feld wird gepflegt. Wir haben sonst nichts anderes. Das Sammellager, die Trupps umgehen nachher. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, ne? Muss ich ernsthaft zugeben. Effizienz 110%. Ich hoffe, er das handelt sich. Können wir verkaufen. Nahrungsproblem. Ja. Benötigt Menge unterschiedlicher Nahrung 2. Die Frage ist, weil wir haben Muscheln, kleiner Fisch, sollte eigentlich er hier sein. Anstrich, Produktion, aber er macht lieber Haie. Ne? Anglerhütte, das ist doch eine Angler. Meeresjägerhütte. Ah. Okay. Mal, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht ist das jetzt unsere letzte Rettung und das wird ein ganz kurzes Let's Play. Das wäre natürlich sehr, sehr merkwürdig. Aber gut. Wir müssen, das ist jetzt so unsere Priorität. Nahrung, wir brauchen mehr Nahrung. Schwamm haben wir aber genug. Sammellager. Die werden viel zu gut. Gesünderen produziere oder erhalte mehr Devisen. Ja, ist doch okay. Ich mach doch hier schon für euch. Ja. Gib mal Gas. Können wir hier noch irgendwas aufwerten? Guck mal sehen. Es ist echt schwanken mit der Plastik, ne? Treibstoff. Arbeitsplätze nicht. Unterhaltungskosten. Produktionskosten. Das sieht gut aus. Was wir im Sauerstoff und Strom ist das, was wir. Im Auge behalten sollten. Strom ist hier. Guck mal, wir machen noch einen hier hin. Kriegen wir den? Guck mal. Einmal verbinden, bitte. Haben wir hier 4 Stück. Das sollte eigentlich reichen. Wir können mal gucken, was noch in der Forschung ist. Der Schrein etabliert ein Drohnennetzwerk. Eine Eisenmine möchte ich noch nicht. Gestattet uns, wir bauen einen. Nee, wir machen hier Drohnenbeteiligung. Welches im digitalen Bankengeschäft unterstützt dies, resultiert in einem wöchentlichen Ertrag von einem zusätzlichen Credit pro Drohne. Komm, aber unsere Nahrung geht langsam hoch. Das freut mich. So. Haltungsproduktionskosten. Gib ihn. So, zack. Ertrag, Effizienz. Kleine Fische. So. Wir fangen ja an mit kleinen Fischen hier. Jetzt könnt ihr mal sagen, sobald der kleine Fisch da angezeigt wird, haben wir Diversität. Ja. Ist halt. Oder ist das da gemeint mit links und rechts? Oder Nahrungsstufe 2? Nein, benötigt Menge unterschiedlicher Nahrung 2. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil wir haben aktuell Muscheln. Okay, da hat sich das schon geklärt. Ne? Sobald wir ein paar kleine Fische. Die Erhaltungskosten. Arbeitskosten. Ja, wir brauchen mehr Drohnen. Das hilft nichts. Jetzt haben wir Plastik, Eisen haben wir. Das sieht doch ganz okay aus.
Hier haben wir auch Produktion 15 Tage. Wie sieht es bei dir aus in 18 Tagen? Also dann kriegen wir die Abwechslung. Ihr wollt auch noch? Ja, das ist. Das nehmen wir uns für die nächste Folge vor. Wir werden dann bauen. Die Kuppel Stufe 2. Oder auch nicht, weil wir müssen erst was anderes. Ja, ihr seht ja, hier ist die kleine Kuppel. Jetzt könnten wir natürlich noch eine kleine Kuppel bauen. Kriegen wir das hier hin? Ja, aber wir müssen bedenken, wir müssen erst die Sauerstoff ein bisschen pushen. Das machen wir mal so. Plastikeisen. Hier brauchen wir eine Sauerstoff Fabrik Generator. Wir hauen auch alles raus hier, ne? Und das nächste, was dann wäre, reicht unsere Elektrizität? Die reicht. Aber der Sauerstoff. So. Damit würde ich mich für heute schon wieder verabschieden. Ich hoffe, wir kriegen das in der nächsten Folge hin, dass wir ein bisschen mehr Nahrung kriegen. Kleiner Fisch. Monatlich Verbrauch, ja. Verbrauch ist 4, Produktion 5. Okay, das steigert sich schon mal. Ich glaube, das Ding muss erstmal ins Laufen kommen hier. Na, hier fehlt eine Drohne. Hier fehlt eine Drohne. Das heißt, in 5 Tagen und in 8 Tagen sollten wir das Problem mit den Drohnen hinkriegen. Damit wir ein bisschen vorankommen, Nahrungsgeschichte. Aber all das machen wir zusammen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, wo auch immer ihr mich begleitet, hört. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, was auch immer ihr wollt. Ich freue mich über positive und negative Bewertungen. Es hilft uns alles, diesen Kanal ein bisschen vorwärts zu bekommen, wenn ihr Lust darauf habt. Bis dahin, ciao, ciao.